Okay, jetzt nochmal Timo von FROGCIRCUS. FROGCIRCUS wurde gegründet von Stone im Jahre 1995 in Las Palmas de Gran Canaria. Yo soy Stone, cantante guitarra. Queremos llevarlos a un par de sitios curiosos a los que nos encanta ir a nosotros aquí en Berlín. Como pueden ver, hay gente que no tiene la más mínima vergüenza. Vamos a meternos en Oye Records, una de nuestras tiendas de discos preferidas. Ich bin Timo, ich bin ein Bassist von FROGCIRCUS. Ich spiele Bass, weil ich mehr als 5 Saiten sowieso nicht beherrschen würde. Wir kommen eigentlich immer so in den Laden, um die Platten zu suchen, die wir früher mal gehört haben, als wir noch jung und schön waren. In meinem Fall vorzugsweise Punkrock. Jetzt zeige ich euch den Laden, einen der coolsten in ganz Berlin, wo ihr euch mit den Second-Hand-Ausrüstungsgegenständen der Roten Armee ausrüsten könnt. Stone, was ist denn eigentlich unser Stil in der Band? Muy buena pregunta. Me encanta que me pregunten eso una y otra vez. Por eso me fui de España. A los clientes de la tienda me suelen dar un antiguo pase de militares soviéticos. Con este carnet además pueden entrar gratis al club Bessie, que está al otro lado de la calle en la Schönhauser Allee. Und zwar im White Trash, hier gibt es die besten Burger von ganz Berlin. Wir haben uns mit Tobi verabredet, der müsste eigentlich schon drin sein. So, hola nach Spanien, ich bin jetzt der Tobi, der Schlagzeuger. White Trash ist mein persönlicher Lieblingsclub, wo ich immer meine Jungs gerne hinschleppe an einem Samstagabend. Das ist praktisch ein Konzertraum. Wenn man sich mal hier so umguckt, hinten wird schon aufgebaut. Hier drin haben wir auch schon mit FROGCIRCUS gespielt. Ansonsten spielen hier sehr viele bekannte oder auch Underground-Bands. Ich hoffe, vielleicht sehen wir uns ja mal hier. Ciao.